feierten oder auch in Höhlen sich aufhielt, um dort anzubeten. Aber es gab auch grausame Tage in der Geschichte, wie hier die Bartholomäusnacht in Frankreich, in der die Protestanten Frankreichs an einem Tag wie Vieh dahingeschlachtet wurden. Greise, Säuglinge, allesamt. Ohne Ankündigung. Auf einen Schlag wurden sie alle vernichtet. Die römisch-katholische Kirche hat die Freudenglocken läuten lassen, als sie davon hörten über den Erfolg in Anführungsstrichen dieser Tat, hat eine Gedenkmünze drucken lassen. Und sie ändert Gottes Gesetz. Das Papsttum hat das Gottesgesetz geändert. Nichts ist einfacher zu beweisen als dies. Schauen wir einmal auf die 10 Gebote. Ich habe es jetzt hier mal so dargestellt. Sie sind zu finden in 2. Mose 20. Wenn Sie einen Katechismus zu Hause haben, dann vergleichen Sie da mal die 10 Gebote mit dem Katechismus. Wir tun das mal hier an der Leinwand. Also links der Originalwortlaut, der auch in katholischen und evangelischen und sonstigen Bibeln steht. Und da sehen wir natürlich schon am Schriftbild, dass hier einige Änderungen vorgenommen wurden. Schauen wir aber besonders mal auf das 2. Gebot. Da sehen wir nämlich links das 2. Gebot und rechts im Katechismus das 2. Gebot. Was sehen wir da? Wir sehen gar nichts. Es ist ausgelassen. Es fehlt. Ja, warum fehlt denn das? Warum fehlt das? Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Schauen wir uns das mal an hier. Ja, was ist, nochmal, ja, ganz kurz zurück. Was sagt es denn aus? Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Also das, die Anbetung von Schnitz- und Götzenbildern. Hier polnische Katholiken beim Anbeten von Maria in Form eines Götzenbildes. Zur Rechten der Papst, der auch immer wieder gerne vor so einem Schnitzbild zu finden ist. Oder Pilger, die in den Petersdom kommen, die sich anstellen und Stunden stehen, um einmal einer Steinstatue die Füße zu küssen. Hier dargestellt Petrus, glaube ich. Wir finden bereits im Alten Testament schon Warnungen gegen das alte Volk Israel, die die Himmelskönigin verehren. Auch hier eine Verehrung der Himmelskönigin. Aber gehen wir weiter einmal hier in das 2. Gebot. Haben wir, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Hier das 4. Gebot. Das 4. Gebot nach der Bibel ist das Sabbatgebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn. Und so weiter. Warum? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Gott nennt einen Ruhetag und er nennt eine Begründung, nämlich weil er 6 Tagen geschaffen hat und ruhte am 7. Tage. Und er nennt diesen Tag. Und an ihm soll geruht werden. Das ist seit jeher, von Anbeginn der Schöpfung, wie wir im biblischen Bericht nachlesen können, bis auf unsere heutige Zeit, wie wir es auch aus dem Judentum noch bis zum heutigen Tag sehen, der 7. Tag, Sabbat, Samstag. Wir werden uns damit auch noch näher beschäftigen in den kommenden Vorträgen. Aber das ist auch eigentlich kein inhaltlich umstrittener Punkt. Denn die katholische Kirche sagt selbst, dass sie den ersten Tag der Woche heiligen und das ist der Sonntag. Also dieses Gebot wurde zweifelsohne verändert. Und es wird im Katechismus als das 3. Gebot beschrieben. Und daher kommt es nun zu einem Ungleichgewicht. Der letzte Vers der 10 Gebote ist ein Vers,
du sollst nicht begehren. Und dann eine Aufzählung, was alles nicht begehrt werden soll. Und daraus musste man dann zwei Gebote machen, damit die Zahl 10 wieder erhalten bleibt. Das zweite wurde ja bekanntlich, wie wir gesagt haben, ausgelassen. Also geteilt. Ja, dieses hier nun mal ein Selbstzeugnis von der katholischen Kirche in Bezug auf die Veränderung dieses Ruhetages. Da heißt es, es war, das ist Pater Enright, ein katholischer Gelehrter, es war die heilige katholische Kirche, die den Ruhetag von Samstag auf den Sonntag, den ersten Tag der Woche, verlegte. Welcher Kirche erweist die ganze zivilisierte Welt Gehorsam? Die Protestanten bekennen große Ehrfurcht vor der Bibel zu haben und dennoch anerkennen sie durch die feierliche Beobachtung des Sonntags die Macht der katholischen Kirche. Die Bibel sagt, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Aber die katholische Kirche sagt, nein, halte den ersten Wochentag heilig und die ganze Welt zollt ihr Gehorsam. Das war immer das Hauptargument, auch während der Reformation der katholischen Kirche. Ja, ihr Protestanten, ihr tut immer so, als ob ihr euch an die Bibel haltet. Aber wie macht das denn mit dem Sonntag? Wie macht das denn mit den Geboten? Und mit dem Brust und der Überzeugung hat die katholische Kirche immer wieder darauf hingewiesen, dass ja eigentlich dass die Veränderung der Gebote ihr Werk sei und dass das ihre Autorität darstellt. Und das ist das Erstaunliche. Daniel prophezeit die Änderung des Gesetzes und die Kirche gibt es auch offen zu. Um noch ein weiteres Merkmal anzuführen, machen wir einen Sprung in die Offenbarung. Ich erwähnte ja schon das 13. Kapitel und hier will ich mal nur einen Vers rausgreifen. Da heißt es nämlich in der Darstellung der gleichen Macht, in Vers 18, hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Dieses Rätsel ist nicht schwer zu lösen, wenn wir all die anderen Merkmale, die die Bibel ja auch gibt, berücksichtigen. Es gibt immer viele, die sagen, ja, die Zahl bedeutet das und bedeutet das. Und berücksichtigt wird überhaupt nicht, dass dann da noch viel andere, noch viel weitere, viel mehr Merkmale sind, die natürlich genauso zutreffen müssen. Können wir diese Zahl diese Zahl 666 auf das Papsttum beziehen? Es ist ja die Zahl des Tieres. Also das Tier ist ein Synonym für das kleine Horn, also was wir jetzt als Papsttum identifiziert haben. Es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Zum besseren Verständnis. Hier in diesem katholischen Zeitschrift wird die Mitra erwähnt. In der der Titel des Papstes Vicarius Filii Dei eingraviert ist. Und im Lateinischen, das kennen wir aus dem Deutschen nicht so, bedeutet aber ein Name oder ein Titel gleichzeitig auch ein Zahlenwert, weil Buchstaben, also bestimmte Buchstaben im Lateinischen auch einen Zahlenwert haben. Also das heißt, man kann Buchstaben addieren und man erhält eine Summe. Das können wir mit unseren Buchstaben nicht. Aber mit lateinischen Buchstaben geht das. Und wenn wir diesen lateinischen Titel nehmen, denn es ist ja die Zahl eines Menschen, also sein Name, sein Titel als eine Zahl ausgedrückt, dann wollen wir das versuchen mit dem Vicarius Filii Dei. Was heißt das? Vicarius, Stellvertreter, Filii des Sohnes Gottes. Stellvertreter des Sohnes Gottes auf Erden. Die V, das V, bedeutet eine 5. Was bedeutet denn das I? Lernen ja die Kinder auch noch in der Schule, nicht wahr? Das I ist die 1. Das C
ist die 100. A, R haben keinen Zahlenwert, I ist 1, U ist das gleiche wie V, bedeutet 5, macht zusammen 112.